Hey, wieder herzlich willkommen bei Dead Space. So, ich bin hier wieder alleine. Ich muss wieder alleine mich durch mit Isaac durch diese Ishimura kämpfen. Strahlmunition kann ich nicht aufnehmen. Da bin ich mal gespannt, was uns noch so Schönes erwartet. Man sieht es ja leider nicht mehr. Das Spiel löscht ja immer relativ schnell die abgeschossenen Leichen. Was heißt leider, zum Glück eigentlich. Hier war ein fetter Nekromorph und ich glaube, hier war noch irgendwo nur normaler, ne? Ja. Ich bin gespannt, was uns jetzt noch so erwartet. Wie ist eigentlich unsere Mission? Wie lautet sie? Energiezufuhr auf. Ach, dem AAS-System. Ja, okay, das AA-System. Stimmt. Plasma-Energie. Sehr schön. So, ich habe mir nochmal genau überlegt, was ich jetzt mache. Also mit dem Anzug auch. Ich werde jetzt Geld sparen und den Anzug kaufen. Und jetzt wirklich. Also jetzt nicht so dieses, oh, ich brauche einen Anzug und dann, ah, oh, ein Anzug. Nee, ich nehme doch lieber Munition. Ich habe das schon mal versucht aufzuheben. Naja, man lernt nicht draus. Man lernt einfach nicht draus. Der Mensch lernt nicht. Wo war ich? Ach ja. Ich werde es diesmal wirklich machen. Also werde Geld sparen und beim nächsten Shop werde ich mir einen Anzug kaufen. Einfach weil. Genau wegen dem Sachen hier. Wegen der Sachen hier. Zack, Stase-Projekt, Inventar voll. Warum? Weil ich keinen vernünftigen Anzug habe. Damit das Inventar größer wird. So. Und beim nächsten Werkbank werde ich die Waffe verbessern. Ich glaube, ich habe ja gesehen, die Viecher werden ja immer widerstandsfähiger. Ich glaube, es ist ganz gut. Was heißt, ich glaube, ich meine wirklich, dass es sich doch ganz gut wäre, wenn man die Waffe einfach mal verbessert. Energiezufuhr, muss ich da überhaupt hin? Ja, kann ich noch irgendwo anders hin, bevor das hier anfängt? Nein, alles klar. Asteroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sicher an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Aufgabe hinzugefügt. Okay, muss da lang. Zack. Hallo? Ich will da durch. Ein langer Gang. Ich muss nur geradeaus gehen. Aber ich. Und Ventilatoren, da sehen wir uns doch schon. Es kann jeden Moment soweit sein. Wieder kommt das Grauen. In Form eines Nekromorphs. Und wir gehen durch diese Tür. Und da haben wir ihn, unseren Erzfeind. Ventilator. Unser Erzfeind Ventilator. Strahlmunition, ich kann es nicht aufheben. Ja, ne. Ein Raum voller Spielzeug und ich kann es nicht aufheben. Stasepack. Also, die wollen mich doch hochnehmen hier, oder? Strahlmunition, ich kann es nicht aufnehmen. Und genau deswegen brauche ich einen verfluchten neuen Anzug. So. Ich fahre doch wieder zurück zur Brücke, oder? Dann nehme ich mal die große Waffe. Für den Fall, dass da wieder irgendwelche Massen von Viechern auf mich zustürmen. Das will ich nicht. Okay, darum geht es in dem Spiel nicht. Gut, okay. Kleiner Raum. Oder verwinkelter Raum. Kleine Waffe. Da reicht die kleine Waffe. Isaac, Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das war Wussten Sie klar. nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden? Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Na, klasse. Also, ich werde jetzt schon sterben. Also, ich werde. Oh nein! Luftkanister mit. Ich kann dich aufheben! So ein Mist. Ah! Mistdreck. Ich weiß doch immer nicht wohin! Oh Gott. Kann ich nicht irgendwie speichern davor? Oh nein. Ein Tritt. Schwerelosigkeit. Okay, wo muss ich denn hin? Wo muss. Achtung. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle. Oh Gott, nein! Oh!
Was war das? Ich hab noch nicht mal begonnen. Ich hab das Spiel noch nicht mal richtig begonnen. Also diesen Part meine ich jetzt. Und schon bin ich... Tapetenkleister. Ich bin tot. Oh, Mist. Luftkanister. Ich glaube, ich habe einen Asteroiden übersehen, oder? Kann das sein? Kann das passieren? Ach, guck dir mal, jetzt sind wir wieder. Habe ich eigentlich noch einen Luftkanister? Da, das ist doch eine, oder? Luftkanister Mittel. Ich habe noch einen. Alles. Nein! Nein! Nicht benutzen! Das wäre jetzt schön doof. So, das ist Rennen. Bringt das Rennen was? Eintritt Vakuum. Und lauf! Schwerelosigkeit. Lauf, 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 lauf. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Und du? Wow. Kann ich jetzt weiter? Jetzt kann ich weiter. Lauf, 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 lauf. Jetzt? Oh nein, oh, 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 nein, nein, nein. Oh, scheiße. Da kommen 60 Sekunden, das schaffe ich noch. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten! Lust, 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 lauf, 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 lauf. Man kann wirklich nur bis zur nächsten Absperrung, also bis zu dieser nächsten Hürde hier. Und da muss man warten. Oh! Oh Gott! Das erwischt mich doch gleich wieder! Und jetzt lauf! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Nein, ich nehme das noch nicht. Ja, er keucht schon. Ich weiß, aber ich habe noch eine halbe Minute. Bei der nächsten nehme ich einen Luftzug. Los, los, lauf, 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 lauf. Gut, okay, jetzt nehme ich einen Luftkanister. So, und jetzt lauf, 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 lauf. So, das sollte eigentlich jetzt klappen, oder? Da kommt noch einmal. Und dann sollte ich doch dadurch diese Tür schaffen, oder? Ich hoffe es. Es tut mir leid, wenn ich es gleich nicht schaffe. Wünsch mir Glück! Wünsch mir Glück! Ich schaff's nicht! Das war zu lang, oder? Das war zu lang. Rein mit dir, du Arsch! Gut. Huhu. Ende der Schwerelosigkeit. Ende des Vakuums. Manuelle Überbrückung initiiert. Was? Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Oh nein. Nein! Im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Oh Gott. Das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Oh! Oh! Na los, komm, bisschen, bisschen, bisschen. Oh Gott. Ich war schon bei Space Invaders, scheiße. Und jetzt soll ich sowas machen hier, ja? Danke. Oh. Stress, Stress. Voll im Stress. Ich weiß! Hör auf zu latschen! Labern! Nur noch eine Minute, dann sollte es wieder funktionieren. Wie eine Minute! Oh! Doch nicht in Echtzeit, oder? Bitte nicht in Echtzeit! Weg mit dir! Nein! Mist! Verdammt! Oh nein, nicht, dass ich nochmal durch diese Schwerelosigkeit muss. Bitte nicht!
Nur eine Minute, der Kerl hat gut reden. Oh nee, ich will nicht, dass ich da jetzt nochmal durch die ganze, über die ganze Außenhülle muss. Ach nee, oh nee, 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 nee. Oh, bitte, bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, dass ich noch. Ja! Wenigstens das! Wenigstens das! Vielleicht hilft mir da was. Plasmaenergie hilft mir gar nichts, aber ich kann es aufgeben. Speicherstation! Rubin? Habe ich irgendwas Rubin? Geil. So, wir speichern. Wir speichern auch, wir speichern viel. Annehmen. Danke. So, jetzt versuchen wir es noch einmal. Manuelle Steuerung? Fragezeichen. Aber hallo. Setz dich hin, mach's dir bequem, Isaac. Sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Integrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie. Habe ich schon gemerkt. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Oh. Ba, 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 ba. Nein! Mist! Ja, es läuft schon besser als erst. Oh! Die kommen aus nix! Aus nichts, meine ich! Ich merke gerade. Ich merke gerade, man kann links und rechts schießen. Ich mache immer mal abwechselnd. Scheiße! Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Boah. Sieht besser aus als erst. Ja, komm, lass dir Zeit, Hammond! Hammond, lass! Hammond! Bitte, Hammond, mach schnell! Los, jetzt! Oh, der war knapp. Jetzt mach doch, die Minute ist um! Ja! Gut, Isaac. Die Zielerfassung ist wieder online. Das wird uns den Weg in den sicheren Orbit freischießen. Sobald wir das Feld hinter uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Es kommen noch so wenige, oder was? Bei mir kamen da nur 1000 Stück von den Kackviechern. Und jetzt kommen nur ein oder zwei. Mistding. Und ich muss wieder ver. Oh nein. Muss ich einfach schon wieder durch die. Oh. Ich speichere erstmal. Und ich muss wieder zurück durch die Schwerelosigkeit und. Also ich muss durch den Weltraum. Aber bevor ich da wieder zurückgehe mit der großen Waffe diesmal, weil ich bin mir 100% sicher, dass, nicht so laut, dass jetzt Gegner auftauchen. Darum nehme ich diese große Waffe jetzt. Aber bevor ich das mache, werde ich erstmal hier einen Cut machen. Und ich wünsche allen schon mal einen guten Rutsch ins Jahr 2014. Denn dies hier ist jetzt die letzte Folge in diesem Jahr. Ist leider so. Ich gehe danach, ich sag mal so, ein bisschen hochtrabend in Weihnachtsurlaub. Bin aber im nächsten Jahr, also im neuen Jahr, im Jahr 2014, wieder mit neuen Folgen dabei. Und die nächste Folge wird, wenn nichts dazwischen kommt, wenn alles gut läuft, am 5. oder am 6. Januar online sein. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also, guten Rutsch! Guten Rutsch! Und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao!